China erlebt die größte Protestwelle seit Jahren. Zahlreiche Menschen wurden dabei bereits festgenommen. Der Unmut richtet sich vor allem gegen die strikten Maßnahmen der Corona-Politik. Festgenommen wurde unter anderem: Wir wollen keinen Führer, wir wollen stimmen. Sei kein Sklave, sei ein Bürger. Die Proteste in Chinas Hauptstadt Peking dauern bis tief in die Nacht. Die Menschen sind unzufrieden mit der Null-Covid-Politik, zu der Lockdowns, Quarantäne und strenge Tests gehören. Das Symbol der Proteste: weiße Blätter. Mehr gäbe es nicht zu sagen, hört man von den Menschen. Eine andere Sicht: ein weißes Blatt ist kein ziviler Ungehorsam, also kein Grund für eine Festnahme. In China sind die Menschen schon lange unzufrieden. Am Donnerstag kippt der Frust in Wut um. Ein Wohnungsbrand in Urumqi, mindestens 10 Tote. Die Feuerwehr brauchte 3 Stunden, um den Brand zu löschen. Bewohner spekulieren, es habe Verzögerungen durch Corona-Maßnahmen gegeben. Es entfachen Proteste. Gestern trafen sich Demonstranten für Protestmärsche in mehreren Millionenstädten. In Shanghai greift die Polizei rigoros durch. Videos sickern durch die chinesische Internetzensur. Am Abend werden die Proteste gewaltsam beendet. Es gibt viele Festnahmen. Auch davon betroffen der britische Journalist Ed Lawrence. Er beschuldigt die Polizei der Misshandlung bei der Festnahme. Er sei geschlagen worden. Ruf sofort das Konsulat an. Die Proteste im Land sind das größte Zeichen des Widerstands gegen die Regierungspartei seit Jahrzehnten. Trotz der enormen Maßnahmen gegen das Virus meldeten die Behörden am Montag den neuen Höchststand an Neuinfektionen seit Beginn der Pandemie: 40.000. In einigen Regionen dürfen mehrere Millionen Menschen ihre Wohnungen für über 100 Tage nicht verlassen. Ob diese Maßnahmen gerechtfertigt sind, ob sie die Ruhe und den Frieden zurück nach China bringen, das steht auf einem anderen Blatt. Und live zugeschaltet aus Peking ist mir jetzt unser Kollege Fabian Kretschmer. Fabian, fragt sich ja so ein bisschen, woher kommt dieser plötzliche Widerstand gegen die kommunistische Führung? Weil ja, es ist zwar nur ein kleiner Protest, aber kann man sagen, da ist der berühmte Geist aus der Flasche gelassen worden? Das kann man so sagen. Es kommt auch nicht plötzlich. Das mag zwar so scheinen, aber letztendlich hat sich dieser Frust über die ganze Pandemie eigentlich auch aufgebaut. Und davor waren ja auch schon starke Repressionen hier, die immer schlimmer wurden zu erkennen, die Überwachung. Und gerade diese Lockdowns, die haben eigentlich jeden von uns hier betroffen. In manchen Gegenden, wie gesagt, durften die Leute 100 Tage nicht raus. Das ist gerade für Arbeitsmigranten natürlich existenziell bedrohlich, weil die ihre Lebensgrundlage verlieren. Viele junge Chinesen, die lamentieren, dass das Land total isoliert ist, dass man nicht reisen kann, dass man sich nicht mal irgendwie frei ausdrücken kann auf sozialen Medien. Und irgendwann gab es dann diesen einen Auslöser, das war in dem Fall der Wohnungsbrand. Also der Lockdown hier, der hat mehrere Tote verursacht, es gab Suizide, aber in dem Fall war es ein Wohnungsbrand, wo die Leute nicht raus auf die Straße gehen konnten. Und dann hat sich der Frust irgendwann Bahn gebrochen. Und wie man in Shanghai sieht, sobald einige wenige Mutige vorausgehen, hat das die anderen Leute inspiriert. Und viele Chinesen, die gar nicht sich als besonders politisch definieren, sind auch rausgegangen. Die posten auch kritische Sachen, gehen auf die Straße. Und das hat dann so eine Dynamik erzeugt. Und das sind wirklich keine kleinen Proteste, sondern man hat das erste Mal seit mehreren Jahrzehnten Proteste, die das ganze Land ergriffen haben. Und es handelt sich nicht um irgendwelche lokalen Gegebenheiten wie früher, dass es irgendwie Arbeitsproteste gab, weil es in der Fabrik irgendwie die Bedingungen nicht gut waren oder an der Uni, dass man dort protestiert hat, sondern es geht um einen breiten Dissens gegen die Null-Covid-Politik und zunehmend auch gegen die chinesische Führung und vor allem Xi Jinping, der für diese Null-Covid-Politik steht. Du sagst also, Fabian, es brodelt in der Gesellschaft. Das Ganze kam jetzt nicht plötzlich. Und du hast den chinesischen Staatspräsidenten schon angesprochen. Kann man denn schon absehen, wie gefährlich das alles werden könnte für ihn, politischer Natur, sollten diese Proteste nicht abebben? Ja, also ich denke mal schon, dass es für den ein Worst-Case-Szenario ist, weil der Präsident ist total darauf bedacht, dass hier alles unter sozialer Stabilität ist und jede kritische Stimme unterdrückt wird. Und auf einmal geht das nicht mehr. Das Wasser kocht über. Also man hat den Deckel so lange raufgehauen und jetzt bricht sich der Frust offenbar. Jetzt hat man natürlich zwei Möglichkeiten. Entweder kann man auf die Stimme des Volkes hören und Öffnung
Meinung einleiten, nicht nur bei der Covid-Pandemie, sondern auch, was Meinungsfreiheit anbelangt. Aber das ist naiv eigentlich. Mittlerweile lässt sich schon relativ deutlich absehen, dass es zu einem harten Crackdown kommt. Also in Shanghai zum Beispiel werden Leute festgenommen, und zwar auch zuhauf. Da werden ganze Plätze abgeriegelt und so weiter. Hier in Peking ist es noch relativ friedlich, aber das kann sich auch jederzeit ändern. Ich war vor kurzem dort, wo die Leute hier auch protestiert haben, und da ist auch eine hohe Polizeipräsenz, viele auch in Zivil, und als ich erkennbar war als Journalist, wurde ich auch sofort quasi des Platzes verwiesen. Ich denke, die Staatsführung ist gewillt, nicht schwach in Anführungszeichen auszusehen und nicht nachzugeben, sondern wirklich repressiv zu reagieren. Aber noch ist es zu früh, das wirklich einzuschätzen. Mittlerweile, also es gibt zwar schon einige Vorfälle. Ein trauriger Vorfall war wirklich auch die Verhaftung vom BBC-Journalisten Edward Lawrence. Der wurde regelrecht verprügelt. Also das ist ein absoluter Tiefpunkt hier, wie der Sicherheitsapparat uns Journalisten behandelt. Aber er wurde dann freigelassen. Viele Chinesen, die jetzt verhaftet werden, die können über Jahre verschwinden. Von daher ist das Risiko, was die eingehen, nochmal deutlich höher. Fabian, vielleicht noch eine kurze Frage mit Bitte um kurze Antwort. Wir hören aber auch, dass es offenbar Lockerungen geben soll jetzt, was die Maßnahmen angeht in der Corona-Politik. Was weißt du darüber? Ja, also zwangsweise. Die Leute halten sich ja hier gar nicht mehr ran. Meine Nachbarschaft war auch vor 2 Tagen abgeriegelt im Lockdown. Und irgendwann haben sich die Leute mobilisiert und haben gemerkt, gemeinsam sind wir stark. Und die haben die Absperrung einfach übertreten und waren dann in Freiheit. Und das passiert überall. Also diese Lockerungen, die wurden quasi erzwungen. Und das kann sich auch jederzeit ändern. Also da würde ich erstmal abwarten und schauen, wie sich das entwickelt. Noch ist hier gar nichts in Stein gemeißelt. Fabian Kretschmer, ganz herzlichen Dank dir nach China. Und bei dir in Peking ist es ja schon 17:30 Uhr. Das erklärt auch, warum es bei dir schon wieder dunkel ist. Danke dir.